Ganz, ganz herzlich willkommen zu Mr. Bauer Gaming. Wir bereiten heute ein Let's Play vor, das wahrscheinlich sehr lange dauern wird. Und zwar handelt es sich dabei um eine Survival-Serie. Basiert ist die Serie auf den Survival-Mod, der sowohl im Mod-Hub wie auch bei Farming Simulator 22 Mods.com veröffentlicht worden ist. Der Mod bringt einiges an Einschränkungen ins Grundspiel rein. Und zwar gehen wir kurz die Liste durch. Beim Job können keine Geräte geliehen werden. Es können keine Kredite aufgenommen werden. Auch bei den Aufträgen können keine Geräte gemietet werden. Es kann auch nicht geschlafen werden. Das heißt, durchspielen oder halt mit der 120-fachen Geschwindigkeit vorspulen, wenn es notwendig ist. Bei der Suche nach meinem Startland habe ich das Feld 40 gefunden. Wird wahrscheinlich alles erfüllen, was ich am Anfang brauche, also habe ich es gekauft. So, das Feld 40 wird auf jeden Fall zwei Funktionen beinhalten, und zwar werde ich hier erstmal einen Teil in eine Zone umbauen, wo ich Gewächshäuser hinstellen kann. So, während wir in der Zeit Raffa hier ein bisschen sehen, was ich umgebaut habe, ist mein Gedanke, kann ich mal kurz über meinen Gedankengang hier sprechen. Also wir werden auf jeden Fall mit zwei Gewächshäusern starten hier, die auch direkt verkaufen, ne? Damit wir irgendwie vom Start her etwas haben, was uns regelmäßig ein bisschen Geld reinbringt, ohne dass wir einen zu großen Aufwand haben mit Palettenstapeln und so weiter. Ne? Wir müssen auch daran denken, dass wir die Materialien oder die Maschinen erstmal alle kaufen müssen. Geliehen wird nichts. Das heißt, wahrscheinlich haben wir auch nicht das nötige Startkapital, um jetzt dann mit Frontlader und Anhänger und so weiter alles zu starten, damit die Paletten dann auch hingebracht oder geliefert werden können. So, auch werde ich dem Feld hier quasi zwei Nutzen geben. Das eine ist ein Hofbereich, wo ich dann eben die zwei Gewächshäuser hinstelle, und der andere Bereich wird als Wiese benutzt, damit wir dann auch entsprechend entweder mit Gras oder Heuverkauf, eventuell sogar irgendwann mal Silageverkauf, auch noch Kapital anhäufen können. Ich spiele auch mit dem Gedanken, auf einem zweiten Kanal etwas Einkommen zu generieren. Und hier wäre ich froh, wenn ihr mir mitteilt, auf welchem Kanal das sein soll. Ob das A, Tierhaltung ist, also ich habe hier an Schafe oder Hühner gedacht. Oder ob die Forstwirtschaft etwas ist, wo wir den zweiten Einkommenskanal kreieren oder ja beginnen wollen. Ganz ehrlich gesagt, die Holzwirtschaft ist nicht mein Ding. Also es bräuchte schon sehr viel Überzeugungsarbeit eurerseits, mich zur Forstwirtschaft zu bringen. Aber lasst uns erstmal die beiden Gewächshäuser hinstellen. So. Ich baue die so nah zusammen, weil die direkt verkaufen werden. Das heißt, wir brauchen den Träger nicht, um die Paletten wegzuschaffen. Das spart uns schon mal ein bisschen Raum und vor allem auch ein bisschen Arbeit. Auch wenn ich mir bewusst bin, dass wir dadurch eine Einbuße von ca. 35% haben im Vergleich zur manuellen Auslieferung,
Es ist halt aber einfach so, dass wir versuchen wollen, natürlich mit dem zweiten Kanal zusätzlich auch noch Geld zu generieren. Wir schauen gleich nochmal hier, wir stellen doch die Treibhäuser gleich mal ein. Wir gehen gleich mal ran und stellen die direkt auf direkten Verkauf. So. Und zwar machen wir hier die Produktion an für alle Produkte. So gibt es vielleicht ein bisschen einen Ausgleich in den Preisschwankungen. So. So, als nächstes schauen wir dann mal auch unsere oder die Einstellungen an, damit wir klar sehen, was eingestellt ist und wie wir spielen werden. Also, Speicherintervall bleibt 15 Minuten, Skalierung wird dann hochgestellt auf zweifach, sobald wir starten. Schwierigkeitsgrad machen wir auf schwer. Dann machen wir 2 Tage pro Monat. Alles andere bleibt stehen. Fruchtzerstörung an, Flügen an, Lesesteine an, Kalken an und Kraut an. Dann die Helfer dürfen nichts kaufen, selber kaufen. Und wir haben auch manuelles Ankuppeln eingeschaltet. Dann gehen wir zu den normalen Einstellungen. Dann lassen wir eigentlich auch alles so stehen, wie es ist. Ich habe da ein paar Sachen ein bisschen hochgestellt. Die Lenkgeschwindigkeit, Richtungswechsel manuell. Der Tacho wird die Motorendrehzahl anzeigen erstmal, weil ich denke schon, dass wir ja mit einem manuell geschalteten Trecker starten. Alles andere bleibt wie gehabt. Ganz normal Standard. Dann lass uns mal überlegen, ein bisschen nur überlegen, wie wir starten werden. Und zwar habe ich mir überlegt, auf jeden Fall einen Kompakttraktor, der wahrscheinlich so im Wert um die 50.000 sein wird. Also ich denke hier an den C-Tor oder in dieser Größenklasse wahrscheinlich dann anzufangen mit einem Wassertank. Und das war es dann eigentlich schon fast. Ja. Jetzt kommt dann das ins Spiel, wo ich auf eure Kommentare warte, was wir noch hinzufügen, ob das Schafe sind oder ob das Hühner sind. Ansonsten will ich auf jeden Fall versuchen, noch eine Spritze zum Inventar hinzuzufügen, damit wir Dünge wie auch Pflanzenschutzaufträge machen können. Frage ist halt, ob diese langfristig wirklich gewinnbringend sind, weil ich konnte das noch nicht bestätigen, dass die wirklich mit dem nicht wirklich Gewinn bringen, da ja der Dünger und das Pflanzenschutzmittel auch gekauft werden muss. Das werden wir dann natürlich gemeinsam vergleichen, sobald wir gestartet haben. Die andere Frage ist halt, anstatt einer Spritze einen Grubber oder einen Pflug und dann nur Pflug- und Düngeaufträge, Pflug- und vielleicht Grubberaufträge zu machen, ist wahrscheinlich ein bisschen langwieriger. Weiß nicht, wie das ankommt, ob
ich dann wirklich daran auch Spaß habe. Aber das ist ja eher im Hintergrund, ob ich dann Spaß habe dran. Weil es geht ja darum, dass wir gemeinsam Spaß haben und den Werdegang halt dann sehen, wie das Ganze sich entwickelt, wie wir vorwärts kommen und so weiter. So, ich glaube, das ist es erst einmal mit den Voreinstellungen, mit dem Prolog hier. Ich möchte euch nochmal bitten, kommentiert doch unter dem Video, wie wir oder was wir noch hinzufügen, ob das Schafe oder Hühner sind. Und ob eventuell die Investition Richtung Forst geht, was ich, wie schon angetönt, nicht unbedingt der große Fan und Freund bin. Oder ob das mit der Gedanke mit der Spritze doch einigermaßen dahin führt, wo wir eine Zukunft sehen können in diesem Projekt hier. Definitiv ein langfristiges Projekt. Ich möchte jetzt noch keine Aussage machen, aber ich denke so 50 bis 100 Kapitel möchte ich auf jeden Fall machen und dann einfach mal schauen, wie weit wir kommen sollen. Dann. Ich hoffe, dass ich den einen oder den anderen damit begeistern kann. Wenn ja, dann lasst mich doch das bitte wissen. Lasst mich bitte wissen, was ich anders machen könnte. Und Verbesserungsvorschläge oder Anstöße sind herzlichst willkommen. Jedes Like, da ich ja ein ganz neuer YouTuber bin, also ich starte ganz bei Null jetzt mit meinem Kanal über den LS. Würde mich natürlich freuen, wenn ich ein Like bekäme und natürlich umso mehr, wenn jemand sich dazu entscheiden könnte, ein Abo dazulassen. Das wäre der Hammer. Danke fürs Zuschauen. Danke, danke, danke. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Kapitel. Ich hoffe, dass wir das gleich morgen dann rausbringen können. Da alles neu ist, dauert das bei mir alles noch ein bisschen länger, bis ich dann irgendeine Routine gefunden habe und so weiter. Ganz herzlichen Dank. Lasst einen Daumen da, ein Abo da, teilt es mit euren Freunden. Tschüss, adieu und au revoir.